flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on, nothing. Keep the flame on, nothing. Hey Kameramagier, du möchtest eine Shatter Glass Transition für DaVinci Resolve haben, in der es so richtig schön kracht und scherbelt und in der sogar das Video aufgemalt ist auf die Fläche, die sich bewegt? Tja, dann kannst du dir for free unten ein Preset downloaden. Aber für die, die noch ein paar mehr Presets haben wollen, ich habe dir auch ein kleines Produkt für einen Fünfer in den Shop gestellt. Das heißt, falls du noch mehr Transitions haben möchtest, gönn dir. Okay, und wir gucken uns heute mal an, wie wir die installieren und nutzen. Mit dem Download bekommst du einen Zip-Folder, den du entpacken musst. Entweder über die komprimierten Tools, über alle extrahieren oder über dein eigenes Zip-Programm, was du hast. Ich empfehle immer 7-Zip. Wir haben einmal hier die Assets an sich und dann hier das Settings-File, was wir nachher für die Transition brauchen. Ganz wichtig, diese zwei Ordner hier, Horizontal und Vertical, die möchtest du dir an einem Ort abspeichern, den du weder verschiebst noch löschst. Weil alle Transitions, die wir hier erstellen, sind pfadsensitiv. Das bedeutet, sobald diese Ordner Horizontal und Vertical verschoben werden, funktioniert die Transition nicht mehr, weil Fusion bzw. DaVinci nicht weiß, wo es die Daten herbekommen soll. Aber nachdem du diese zwei Ordner an einer Stelle gespeichert hast, die du wiederfindest und nicht verschiebst, dann können wir in DaVinci Resolve springen. In DaVinci Resolve möchtest du zuallererst in die Edit-Page gehen und dann aus deiner Effekt-Library unter Video Transitions einen Cross-Dissolve auf einen Videoschnitt legen und dann mit Rechtsklick auf diese Transition gehen und Convert to Fusion Cross-Dissolve anklicken. Jetzt haben wir einen Fusion Cross-Dissolve, den wir in Fusion bearbeiten können. Dazu klickst du dann hier oben im Inspector auf diesen Fusion-File und das öffnet uns die Transition in ihrer eigenen kleinen Fusion-Timeline. Und jetzt machen wir folgendes. Wir schieben den Media in 1 erstmal weg und löschen den Cross-Dissolve mit entfernen. Und jetzt ziehen wir uns die Shatter-Transition-Settings-Datei hier herein. Und du siehst, das ist so ein kleiner Node-Tree und den habe ich versucht schon vor zu color-coden. Orange sind immer Inputs, so wie die hier. Zum Beispiel kommt hier mein Media in 1 rein. Das heißt, ich nehme mein Media in 1 und führe ihn hier ein. Dann nehme ich mein Media in 2 und führe ihn hier an. Okay. Und du siehst, wir haben hier noch einen orange markierten Pfeil, den wir mit einem 3D-Asset verbinden müssen. Und die importieren wir folgendermaßen. Du klickst hier oben auf Fusion, Import, Alembic Scene. Und jetzt navigierst du zu den Ordnern, wo du dir das Ganze abgespeichert hast. Also die Horizontal und Vertical Video Assets. Ich nehme jetzt hier Horizontal, weil ich ein horizontales Video habe. Und ich nehme dann hier die 50 Pieces. Klicke auf Öffnen und jetzt möchte ich auf jeden Fall hier Kameras abwählen und Points, Meshes, UVs und Normals importieren. Und falls du eine andere Framerate hast, möchtest du das hier auf deine Framerate stellen. Aber da ich 25 habe, nehme ich hier die 25 und klicke auf OK. Und jetzt setzt mir Fusion hier drüben einen riesen Node-Tree hin. Und bevor du irgendwas anderes klickst, möchtest du Steuerung G drücken. Und damit wird uns das Ganze in eine Gruppe verfrachtet und damit haben wir quasi nur eine Node-Gruppe, mit der wir arbeiten müssen. So, und diese Node-Gruppe, die verbinden wir einfach mit dem Keyframe-Stretcher. Und jetzt dürfte auch deine Transition schon funktionieren. Wenn wir uns das angucken, bam, da ist sie. Aber bevor du die Transition in der Edit-Page sehen kannst, musst du den Mode-Switcher hier mit dem Media-Out verbinden. Okay, bevor wir jetzt allerdings zurück in die Timeline springen, möchte ich dir noch ein was zeigen. Und zwar den Mode-Switcher. Du hast die Möglichkeit, zwischen zwei unterschiedlichen Dingen zu wählen. In dem Mode-Switcher hast du hier eine Checkbox und da kannst du wählen, ob du zwischen UV oder Matte switchen möchtest. Du siehst hier beide, links ist der UV-Mapped und rechts ist der Masked Transition Modus. Bei dem UV Map Modus bleibt also das Video auf dem Shadow Object kleben und bei dem Mask Modus bewegt sich das Video nicht mit. Das heißt, entscheide selber, welchen Modus du schöner findest. Okay, und jetzt können wir wieder zurück in die Edit Page gehen und uns das Ganze als Transition Preset speichern. Wenn dir die Transition so gefällt, dann möchtest du mit Rechtsklick draufklicken und sagen Create Transition Preset. Jetzt kannst du dem Ganzen einen Namen geben. Zum Beispiel Shatter
H für Horizontal und ich hatte ja die 50 hier drin, also 50. Wenn ich jetzt in meine Effect Library unter Video Transitions hier unter User gucke, dann finde ich hier diese Shatter H50 Transition. Und diese Transition kann ich ganz einfach auf jeden Videoschnitt ziehen und die ist auch für spätere Videoprojekte abgespeichert. Das war jetzt für 16:9 Format, wie dieses Video hier eins ist. Was ist, wenn du in einem anderen Format drehst? Sagen wir mal vertikales Format. Ich habe hier eine Timeline, die, wie du siehst, vertikal ist. Und da möchte ich jetzt meine Shatter Transition anwenden. Und wenn ich die bereits erstellte Shatter Transition habe, dann siehst du, sobald ich zu der Transition komme, sieht es irgendwie falsch aus. Nun, das liegt an zwei Dingen. A, haben wir ein horizontales Shatter Asset genutzt, was das Ganze jetzt natürlich in die Breite zieht. Und B, haben wir das falsch UV-mapped. Also, wenn wir das jetzt ändern wollen, gehen wir einfach in die Transition rein. Zuerst mal kann ich hier die Gruppe entfernen und über Fusion Import Alembic Scene mir eins aus der vertikalen Region raussuchen. Nehmen wir mal hier das 30er. Okay, und jetzt machen wir quasi wieder genau dasselbe, was wir vorhin gemacht haben. Steuerung G, damit bekommen wir eine Gruppe. So, und diese Gruppe verbinden wir dann einfach mit dem Keyframe Stretcher. Aber du siehst, es ist immer noch irgendwie falsch. Und das liegt daran, dass wir hier im UV Map Tool dem Ganzen nochmal die richtigen Koordinaten geben müssen, indem wir hier einfach auf Fit klicken. Und damit sind wir auf jeden Fall schon mal in dem richtigen Stretching. Aber wir haben noch ein weiteres Problem. Denn wenn wir nämlich zurück in die Edit Page gehen, siehst du, springt unser Bild auf einmal rein. Und das liegt daran, dass das 3D-Objekt mehr mit einer Kamera abgefilmt wird. Und die müssen wir jetzt noch richtig einstellen. Und dazu gehen wir hier in den 3D-Renderer und wählen hier unter Camera die Vertical Camera an. Und damit ist es an der richtigen Position. Das heißt, wenn du eine Transition für ein vertikales Video erstellen willst, achte darauf, dass du ein vertikales Shatter Asset nimmst, die UV-Map auf Fit stellst, also dass sie sich automatisch wieder an die richtige Stretching anpasst und B, dass du eine vertikale Kamera im 3D-Renderer nutzt. Und damit ist unsere Transition smooth und good to go. Okay, und diese Transition können wir uns jetzt auch nochmal abspeichern, indem wir mit Rechtsklick auf Create Transition Preset klicken und das Ganze jetzt als Shatter V 30 abspeichern. Und damit habe ich die Shatter Transition für V, also für Vertical Video, auch mit drin. Und so nutzt du die Shatter Assets, um eigene Transitions zu gestalten. Und weißt du, was das Lustige ist? Diese Shatter Glass Transitions, die nutzen dieselbe Technik wie die Minecraft Transition, die ich for free schon vor Monaten hochgeladen habe und die keinen interessiert hat. Und wenn du dir diese Transition mal anschauen willst, dann guck dir mal hier drüben das Video an. Und wenn du mehr Bruchglas haben willst, dann schau dir doch mal hier meinen Broken Glass Effekt an, den ich schon vor Monaten geteilt habe. Viel Spaß dabei, Kameramagier, und bis zum nächsten Mal. Ciao.